Tipp 3. Effektivere Suche in Planisware. Wie Wildcards Ihre Suchergebnisse verbessern können. Wie Sie bereits gesehen haben, ist die Suchfunktion in Planisware ein leistungsstarkes Tool, das es Ihnen ermöglicht, schnell und einfach nach bestimmten Daten zu suchen. Eine Möglichkeit, Ihre Suchergebnisse weiter zu verbessern, besteht darin, Wildcards zu verwenden, um nach ähnlichen Begriffen oder Phrasen zu suchen. Mit Wildcards können Sie Ihre Suchanfrage erweitern und Ihre Suchergebnisse effektiver gestalten. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie Wildcards in Planisware effektiv einsetzen können, um schnell und einfach die Daten zu finden, die Sie benötigen. In Planisware gibt es zwei Arten von Wildcards, die Ihnen helfen können, bei der Suche nach Daten noch effektiver zu sein. Die erste Art von Wildcard ist das Sternzeichen oder ein Multiplikationssymbol. Diese Wildcard steht für beliebig viele Symbole. Wenn Sie beispielsweise nach dem Wort Projekt suchen, aber auch nach ähnlichen Wörtern wie Projektmanagement, Projektplanung oder Projektstruktur suchen möchten, können Sie die Wildcard Stern verwenden. Indem Sie Stern, Projekt, Stern eingeben, werden alle Suchergebnisse zurückgegeben, die die Wörter Projekt vor und nach dem Sternzeichen enthalten. Die zweite Art von Wildcard ist das Fragezeichen. Diese Wildcard steht für genau ein Symbol oder genau so viele Symbole, wie Fragezeichen eingegeben werden. Indem Sie Farb-Fragezeichen eingeben, werden beispielsweise alle Suchergebnisse zurückgegeben, die das Wort Farb plus ein weiteres beliebiges Symbol enthalten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Wildcards nicht in der globalen Suche in Planisware funktionieren. Um Wildcards in der Suche einzusetzen, klicken Sie zunächst auf das Filtersymbol der zu filternden Spalte. Hier wählen wir die Spalte Name. So, in diesem sehen wir jetzt alle Namen der Projekte, die wir in dieser Tabelle angezeigt haben. Um beispielsweise jetzt nach Testprojekt mit genau einem Zeichen nach dem Leerzeichen zu finden, würden wir Testprojekt, Leerzeichen, Fragezeichen eingeben und sehen, wir haben nur die Projekte mit genau einem Zeichen nach dem Testprojekt gefiltert. Wollen wir jetzt zum Beispiel die Projekte anzeigen, die zwei Zeichen nach dem Fragezeichen haben, würden wir ein weiteres Fragezeichen hinzufügen und haben nur die Projekte reingefiltert, die genau zwei Zeichen nach dem Leerzeichen enthalten. Die Suche ist vor allem dann sinnvoll, wenn zum Beispiel die Projekte mit Organisationsnamen bezeichnet sind. Jetzt zum Beispiel hat man eine Organisationsstruktur, die jetzt AB und alle unter AB liegenden Projekte würden AB1, AB2, AB3 heißen. Alle Projekte, die nach unter AB1 liegen, würden dann eine weitere Zahl bekommen. Und dann hätte man eine Struktur, die jetzt zum Beispiel hier A und A2 ähnelt. So würde dann eine Filterung effektiv dann diese Struktur durchdringen können, indem man jetzt sagen würde, man filtert Projektname und dann AB und möchte genau nur die Abteilungen haben, die auf dieser Ebene danach sind. Also sprich alle mit AB1, AB2, AB3 und AB4 und so weiter. So könnte man dann Testprojekt AB Fragezeichen eingeben und würde genau nur diese Ebene an Projekten reingefiltert bekommen.